Einen wunderschönen Tag 22 zum Boomtour. Wir sind hier am Eingangbereich. Kommt mal kurz rein. Nach circa 1,5 Monat habe ich circa gebraucht, um den ganzen Zimmer umzubauen. Natürlich, die einen sagen, je dauert ein bisschen zu lang, die anderen passt doch. Und heute ist es endlich soweit. Ich zeige euch einmal alles, was so dazu gekommen ist, was sich geändert hat und so weiter. Das Coolste, was ich irgendwie finde, ist aber auch sehr laut, ist diese Bahn, die das hat, die Zeit angibt. Hier vorne habe ich mich relativ sehr viel mit Streaming-Equipment ausgestattet. Daher auf der Seite ist relativ Licht, Rinnleuchte. Hier sind Lampen für On-Air-Lampe, Stative, zwei, drei Mikro, HDMI-Kabel, sehr viel sind hier drin, kleiner Tisch, wieder Lampen, Stative. Hier eigentlich dasselbe, ein Mischpult, so eine Fotobox, ein paar Spiele, die sollten auch nicht fehlen. Dann meine Lieblingsprodukte, sage ich hier mal, sind die Atem Mini Pro. Hier haben wir nochmal ein paar Lampen. Ja, das war eigentlich für den Eingangsbereich. Im Hintergrund ist eigentlich nichts viel passiert, außer dass hier immer noch Stadtpläne von wo ich auch wohne, hängen, aber die sind hier nicht so interessant. Als nächstes gehen wir hier zum Nachttischbereich. So, das ist mein Bettsofa, was ich auch schon viele, viele Jahre habe. Mit einem Kuscheltier, der mich auch schon sehr lange begleitet, seit ich 6 Jahre alt bin. Hier über uns soll irgendwann noch eine Lampe hinkommen. Die ist aber noch nicht da, weil ich noch nicht sicher sagen möchte, was da für eine Lampe wird. Als nächstes, ja, wir haben hier natürlich Büroartikelzeug, alles mögliche, Erste-Hilfe-Masken, CD-ROM, DVD-ROMs, Drucker, kleiner Kühlschrank, eigentlich alles, was das Bürozeug so begehrt ist. So, dann habt ihr ja schon im letzten Tag gestern ja gesehen, da ich ja den Stuhl aufgebaut habe. Und da kommen wir jetzt dazu. Und das ist hier mein Schreibtischbereich. Ups. So, ich sollte vielleicht richtig auch einen Stuhl sehen. Ja, das ist hier mein Schreibtisch, wo ich eben Videos schneide, aufnehme und so weiter. Hier ist ein kleiner Verteiler, um immer auch zu sehen, wie viel wird der Radverbrauch. Lautsprecher haben wir hier oben. Sind eigentlich immer auch ausgerichtet. Eldato-Lichter haben wir da oben. Natürlich haben wir aber auch Licht von oben. Ist auch wie alle andere Philipp Hue. Natürlich kann ich aber auch hier diese grüne Wand nach unten fahren lassen, um einfach auch mal zu sagen, ey, heute soll nur eine grüne Wand sein, um dann irgendwie den Hintergrund einfach zu bedecken. Ja, das ist eigentlich das Spannende hier dran. Was auch noch sehr spannend ist, der höhenverstellbare Tisch. Da haben wir hier hinten
verschiedene Knöpfe. Ich gehe einfach mal auf die 3. Und dann fährt der Tisch alleine hoch. Das war auch ein Kampf, da alles richtig einzustellen. Aber am Ende geht da alles. Ja, daher, ich kann dann auch stehen. So, da ist eigentlich nicht. Und dann kann ich den Stuhl hier runter tun. Und dann kann ich in Stehen einfach arbeiten, wie ich mich einfach auch möchte. Manchmal ist das auch sehr gesund, mal in Stehen zu arbeiten. Ja, das sind 4x27 Zoll Monitore. Ein Bildschirm ist während der ganzen Zeit Umbau leider kaputt gegangen. Der andere, der 32 Zoll, ist weg. Der wird weggehen. Und deswegen habe ich 2 neue 27 Zoll Monitore geholt, die ich da im Hennen. Bis zum 29.12. habt ihr die Möglichkeit, am Tag 24. das Lösungswort dieses Adventkalender reinzuschreiben. Daher, diesmal ist da alles Zahlen, was ihr finden müsst. Jede Zahl ist ein Buchstaben. Als Gewinn wieder eine wunderschöne Tasse, paar kleine Süßkramwaren, einen kleinen Gutschein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Adventkalender Gewinnspiel 2023. Zu guter Letzt, da habt ihr bis hierher ja noch überhaupt nicht gesehen. Kommen wir Richtung Balkon Sache. Das ist hier mein Herzstück von allen teilweise auch, weil hier ist nochmal Filmequipment drinnen von alles mögliche Ladestationen. Hier sind Stative drinnen, alles mögliche und auch sehr viel Zeug, was man einfach zum Streamen, zum Aufnehmen und Co. benötigt. Und dann kommen wir zurück. Hier ist noch ein Aktenschrank, wo sehr viel Ordner sind, und hier sind dann nur noch Werkzeuge. Dann, meine Damen und Herren, erstmal bedanke ich mich vielen herzlich, dass ihr den Adventkalender dieses Jahr wieder angeschaut habt. Nimm bitte an dem Adventkalender Gewinnspiel teil. Ich würde mich sehr freuen, wenn das Paket an einen guten Zuschauer da draußen rausgeht. Ich freue mich schon. Wer da am Ende sein wird, das sehe ich dann. Danke, wir sehen uns dann. Ja, wahrscheinlich am Jahresende dann nochmal kurz. Vielen Dank. Das war die Roomtour am Tag 22. vom Adventkalender 2023. Und damit fröhliche Weihnachten von meiner Seite. Bye bye. Ciao.